So, wir gucken uns jetzt den neuen Trailer zu Karmesin und Purpur an und schauen mal, was mir so auffällt. Bin ja da immer ganz, ganz penibel. Neuzugänge machen Pokémon-Kämpfe noch aufregender. Ausschluss fühle ich. Ey, das Mopex. Wie kann man ein Pokémon Mopex nennen? Angelehnt auf Moped. Und dann sagen, das fährt 120. Also ich will sehen, wie ich mit 120 da durchbretter. Und das will ich sehen. Also wenn ich da keine 120 km/h fahre, bin ich sauer. Wenn ich da keine. Ton etwas zu laut, ich mache etwas leiser. Wenn ich da keine 120 in den Game fahre, bin ich richtig sauer, ich sage es euch. Egal, das zu Mopex. Mopex. Drache normal. Bin sauer. Neue Attacke, Schwanzabwurf, erzeugt einen Doppelgänger und tauscht dann den Platz mit einem anderen Pokémon, also Staffette. Oh, das sah aber cool aus gerade, actually. Überhaupt die ganze Aufmachung sieht ganz cool aus. Habt ihr diese HP? Neues Item Kopierkraut. Kopiert die Status, Werterhöhung eines Gegners. Da ist doch die Frage, verbraucht sich das Kopierkraut oder ist das so ein Dauer-Item? Staffette plus Delegator ist ja komplett broken. Guck, unten links steht so. Da unten links steht so nur die HP-Anzeige. Also ist schön clean auf jeden Fall. Schön clean. Ach, da kommt die Scheiße. Ich bin ja kein Fan davon, ne? Terra-Kristallisierung, ändere den Typ deines Pokémon und drehe den Spieß um. Sieht mehr aus, ja. Verbraucht sich. Ja, es verbraucht sich. Okay, gut, dann ist es nicht so krass. Neues Item, gezinkter Würfel, ermöglicht bei Serienattacken eine hohe Trefferzahl. Mehr als 5? Also, egal. Despota. Oh, das sieht cool aus. Ach, das, was oben für ein Ding ist, das ist dann der Typ, den er ist. Vermutlich gehöre Genauigkeit pro Hit. Nee, 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 nee. Also, du hast ja bei diesen Serienangriffen, wie zum Beispiel Furienschlag, eine Möglichkeit von 2 bis 5 Schlägen zu machen. Und ist dann dieser gezinkte Würfel, dass du wahrscheinlicher 4 und 5 Schläge machst oder sogar mehr als 5 möglich? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Das heißt, oben drüber, dieses Typ, das heißt, der ist jetzt Geist. Wie geil ist das? Okay, das gefällt mir. Aber ist das für jedes Pokémon vordefiniert? Oder ist das random? Kann ich also 3 Despotas haben? Das eine wird zu Geist, das andere wird zu Feuer und das andere wird zu Wasser. Und das ist immer vordefiniert. Kugelsaat hat zum Beispiel höhere Chancen, 4 bis 5 Mal zu treffen. Okay, also nicht mehr als 5. Okay. Nahkampf, keine Wirkung. Okay, das ist geil. Alter, das macht. Oh mein Gott, das macht Despota ja komplett krank. Stell dir vor, du hast einen Despota drin. Dann schickt einer ein Kampf-Pokémon ein. Dann machst du diese Terra-Scheiße. Dann ist das Kampf-Pokémon nutzlos. Hoho. Bam. 18. November. Wir werden so reingehen, Leute. Ab 17. November gehen wir da rein. Erhalte ein besonderes Pikachu, das im normalen Spielverlauf nicht erhältlich ist. Kennt die Attacke Fliegen? Hat den Terra-Typ Flug. Also das suggeriert so ein bisschen von wegen Terra-Typ könnten auch andere sein. Ja, geil. Jetzt gucken wir nochmal ohne meine ständigen Zwischenrufe an. Drache normal.
Schwanz ab, um meine Ablenkung zu schaffen. Ach, was? Das sehe ich ja jetzt erst. Das eingewechselte Pokémon hat direkt Delegator. Das ist ja komplett broken. Das Pokémon brauche ich. Was ist für ein Ball? Was ist jetzt da oben? Das sehen wir jetzt, ne? Was ist das dann? Wasser? So sieht Wasser aus. Kostet 50% AP. Okay, das habe ich nicht gesehen. Und der wird zu Blume. Aber der ist ja schon Pflanze. Oder ist das Fee? Dies verstehe ich nicht. Das finde ich krank. Er wird einfach zu Geist. Und auch das ist schon cool gemacht, ne? Terra-Ausbruch. Nimmt nach der Terra-Aggression einen anderen Typen an. 18. November. Was nehmt ihr denn? Also ich werde auf jeden Fall Karmesin nehmen. Wobei, ich habe mich letztens auch wieder kurz umentschieden. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich tendiere eher zu Karmesin. Du nimmst Purpur, da können wir auf jeden Fall tauschen, das wäre super. Das wäre auf jeden Fall geil. Ja, und diese Ballons heißt Flug. Okay. Ja, sind wir mal gespannt, ne, was daraus wird, Leute. Was daraus wird.